Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme BioShock Infinite. Und ich habe das Spiel jetzt seit, ich glaube, einem Jahr nicht gespielt und dementsprechend habe ich keine Ahnung, erstens, wo wir sind. Gut, ich weiß noch, wer die Dame ist, aber wie wir hier hingekommen sind, keine Ahnung, und wo wir stehen geblieben waren und so weiter und so fort. Ach ja, daran muss ich mich erstmal gewöhnen, dass Enter nicht mehr aktiviert, so wie früher. Gut, mal sehen, wo waren wir denn stehen geblieben? Ach ja, ich habe mittlerweile auch mal spaßeshalber die Effekte hochgestellt. Ich spiele trotzdem nur mit 50 FPS. Ich weiß auch nicht. Was ist das? Können wir das mitnehmen? Nö. Schade, Salze voll. Mal sehen, ich erinnere mich nicht mehr wirklich wie... Ah, okay, gut. So. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo es hier weiterging. So. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich hierher kam. Wo ich überhaupt bin, weiß ich auch nicht. Okay, hier geht's scheinbar hoch. Ich hoffe, das Mausgezittere nervt euch nicht. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich jetzt gerade. Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhibaum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Hm, das glaube ich auch. Okay. Ja, Peace. Peace, Bro. Okay. Interessant. Wo sind wir denn hier? Kiste durchsuchen. Hallo? Geld können wir immer gebrauchen. Hallo? Mr. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Irgendwo heult da jemand. Hören Sie das? Unten ist jemand. Unten? Ich bin hier gerade am Durchsuchen, Mensch, Mädel. Ah, da. Hallo? Ma'am, entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Okay. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten, Gautama Buddha. Beten, bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Meilin. Und wo ist er jetzt? In Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte, wo ist dieser Club? Luca, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi? Hilft Chen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy? Hilft Chen Lin? Mhm. Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Ja? Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Warum hat sie sich denn eben an mir so vorbeigedrängelt? Sie wollte wohl gucken, was das für ein Schrein ist. Ja, ja. So kennen wir die Mädels. Tja, dann werden wir wohl mal rausgehen müssen. Würde ich mal so sagen. Weg von dieser heulenden Olle da. Ollen da. Ich habe das jetzt so lange nicht gespielt. Ich habe echt... Okay, Spiel konnte nicht gespeichert werden. Ja. Unbekannter Leseschreibfehler. Mhm. Okay. Ja, das ist auch nicht schlecht. Juhu. Das Spiel konnte nicht gespeichert werden. Und jetzt habe ich nur noch 30 FPS. Was, wenn ich F5 drücke? F5? F5, F5, F5? Wo ist denn Speichern? Okay, das Spiel konnte nicht speichern. Aus unerfindlichen Gründen. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, dass meine Fortschritte hier trotzdem irgendwie... Ich gehe jetzt nochmal rein und gucke nochmal nach, was jetzt passiert.
Profil speichern. Okay. Schien zu funktionieren. Komischerweise läuft das Spiel jetzt nur noch mit stabilen 30 FPS. Eben lief es noch mit 60. Weiß auch nicht. Naja, egal. Hoffen wir, dass jetzt... Profil speichern. Okay, jetzt sagt er nichts. Ich werde mal kurz das Spiel beenden und wir sehen uns nach einem Schnitt wieder, damit ich mal sehen kann, ob es tatsächlich gespeichert hat oder ob es nicht gespeichert hat. Bis gleich. So, wir sind zurück. Scheinbar hat das Spiel tatsächlich gespeichert. Ich weiß auch nicht, warum. Was? Pistole? Nee. Ich weiß auch nicht, warum es das jetzt uns unbedingt melden musste. Aber ich glaube, ich stelle mal kurz die Sichtweite einen Tick höher. Wieder mal ein kurzer Schnitt und dann sind wir gleich wieder da. So, wir sind nach einem kurzen Schnitt zurück. Ich habe die Bildfrequenzsperren ausgeschaltet. Das heißt, unter anderem, naja gut, die Mausbewegungen sind immer noch ein bisschen ruckelig, aber sie sind schon wieder flüssiger als vorher. Und ich spiele jetzt mit 48 FPS. Und natürlich ist das Bild ein bisschen breiter geworden. Ich hoffe, das stört euch nicht. Nicht, dass ihr irgendwie anfangt zu kotzen oder so, aber... ja. Huch, was bebt hier denn so? Aber ich kann hier einfach nicht... die ganze Zeit mit so einem schmalen Bild spielen. Oh, weiß ich, dass du da unten bist. Hüpp. Alter, was geht denn mit dem ab? Ich bin noch am Suchen. Alter! Wirst du wohl sterben, du Bastard? Alter, ehrlich, was war das denn jetzt? Ich kann sie nicht leiden, Mr. DeWitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen sie ihren Mann. Alter, was war das denn jetzt gerade eben? Ich meine, sorry, wenn ich während der Kämpfe nicht so viel rede, aber... Was war das denn jetzt gerade? Ich komme da raus, Chili Milli, und plötzlich... Ich weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job ist Job. Und plötzlich werde ich hier angegriffen von so Spackos. Präzisionsgewehr. Nee. Okay. Gibt's bei dem zufällig Munition? Schadensboost? Panzerfaustschaden, Karabinerschaden, Magazinvergrößerung der Panzerfaust, Schaden des Salvengeschützes, Nachladezeit der Schrotflinte, Feuerrate des Präzisionsgewehrs, Reservemunition der Pistole. Ja, gut. Größeres Magazin. Mal sehen, weniger Rückstoß. Oh. Mehr Geld. Hier. Danke. Dachte, ich kann hier mal ein bisschen was looten, aber nö. Von dem Ding habe ich auch nur noch 100. Verdammt, wie ging denn das nochmal? Also mit dem Mausrad kann ich hier hin und her schalten, aber... damit kann ich die Kräfte wechseln. Mal sehen. Was habe ich denn jetzt? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was das für Kräfte sind. Das hier war, glaube ich, Eis. Das ist gar nicht schlecht. So. Ah, da. Munition, toll. Ich hätte gerne Munition für das Ding hier. Beziehungsweise, wie wechselt... Ehrlich, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie ich das Ding kack wechsel. Weil es gab doch, glaube ich, mal Mausrad gedrückt halten oder irgend so ein Quatsch. Was geht denn da ab? Sie kommt aus dem Rister. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das hier gehört. Das liegt... Huch, der Riss ist weg. Oh, wie schade. Ich dachte, den kann man jetzt öffnen oder so. Das Problem ist, dieser Song wird bei YouTube einen Copyright-Verstoß auslösen. Dementsprechend werde ich den... bin ich froh, dass ich den nicht komplett hören musste. Salvengeschütz habe ich voll. Ich habe tatsächlich wieder vergessen... Huch. War eben was.
Ah, ein Lockpick. Also nachdem ich quasi in den letzten Folgen wahrscheinlich gerade gelernt habe, wie man hier irgendwas Bestimmtes macht, also die Waffen auswählt und wie man zwischen den Waffen hin und her schaltet, habe ich das jetzt natürlich wieder vergessen. Ja klar, kaufen wir Bronco-Hilfe. Verleiht die Fähigkeit, Schwebeffekte von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Klar, wenn wir das schon kaufen können. Okay, wo kriegt die immer die Kohle her? Wow! Kann hier wohl nicht angehen. Okay, habe ich jetzt für das andere Ding eigentlich? Ja, ich habe wieder Munition dafür. Mädel, du könntest mir auch mal Munition für das Ding suchen. Ehrlich, das wäre mal ein bisschen nett von dir. Na, leer. Ich weiß gar nicht, wo sollen wir überhaupt hin? Da längs. Gut. Können wir ja hier noch ein bisschen... Ah, ein Fass. Ein Apfel. Ich guck mich hier noch ein bisschen um. Also... Shantytown, this way. Ja, genau. Da gehe ich auch bestimmt links. Vor allen Dingen, da waren noch ein paar Bewohner und nur weil ich da gesprungen bin, sind die plötzlich sauer gewesen oder war das hier los? Ja, ja, nachladen, bla bla. Okay, hier scheint ja nicht so viel los zu sein. Da leuchtet was. Ah, Munition. Hier kommen wir her, oder? Weiß ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir herkommen. Ha. Huch, da wäre sie mir fast. Moment, was war das? Kann ich da irgendeine Kiste looten? Nimm Salvengeschütz. Aha. Ha. Das ist immer so die Frage, gedrückt halten. Heißt, ich werfe diese Waffe weg. Die Waffe will ich aber behalten. Kann ich echt nur zwei Waffen haben? Oder war das hier los? Also ich habe so lange kein Infinite mehr gespielt, dass ich jetzt absolut keine Ahnung mehr habe. Naja gut. Auf unseren Loot-Tour, die jetzt schon eine ganze Folge dauert. Ja, natürlich ist hier alles kaputt. Da kommen wir nicht weiter. Ja, drücke Position 1, aber die Dame hat bisher noch nichts gefunden. Ich muss hier alles selber suchen. Kann aber nicht angehen. Da hinten leuchtet noch was. Oh, was haben wir denn hier? Verkaufsautomat. Wobei, konnte ich den nicht mit diesem anderen Ding da... Nein, sie sagte mehr Geld. Her damit. Danke. So, Fähigkeit. Welche war denn das nochmal? Hä? War das das Ding? Verdammt. Ich weiß nicht mehr. Das war's. Da gibt's nämlich Cash. So. Und der ist mir jetzt freundlicher gesinnt. Gesundheitskit, Salz, Munition für Karabiner... Burst Gun. Munition für Salvengeschütz. Tja, wenn ich jetzt wüsste, welche Knarre ich gerade habe. Die habe ich, glaube ich. So. Mal sehen. Munition für Repetierer. Auch kaufen wir trotzdem mal. Panzerfaust, Schrotflinte, Präzisionsgewehr. Mal sehen. Revolver, Salvengeschütz. Karabiner. Ja, ja, mein Geld wird immer weniger. Stellen wir mal wieder um auf das Eis. Da hinten ist noch was. Ich glaube, das ist ein Voxophon.